Hallo, willkommen zum 90. Paneliste der The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Los geht's. Invest nicht Luda. Los geht's. Okay, mal schauen, was wir noch so machen können. Ach, ich wollte die Typen besiegen, genau. Ich wollte ja hier in den Fronis, also in Speck, nur da eben den Typen die Quest anfangen. Stimmt. Ich wollte eigentlich die Quest anfangen. Habe ich genügend Pfeile mit dabei? 32 müsste eigentlich reichen. An Items müsste es mir auch nicht mängeln. Nee, die habe ich genügend dabei. Obwohl. Wir kommen da eben nicht rauf, oder? Haben wir noch Sprungfedern? Noch eine einzige, um darauf zu kommen. Ja, wir kommen da nicht rauf, ist das Problem. Der ist eben da oben, ist das Problem. Da muss ich irgendwie nach oben gelangen. Da sind ja noch Wachen, ist das Problem. Und ich käme mit einer Feder schon rauf, oder? Ich wäre schön, wenn ich den einfach mitnehmen könnte, aber ich kann das Teil nicht mitnehmen. Link sollte sich festhalten. Ja, jetzt ist schon zu spät. Das schafft er nicht mehr. Ja. Robert ist ja auch nicht fest, ehrlich mal. Das ist echt zum Kotz, dass er sich da nicht festhalten kann. Nee, das reicht nicht aus. Das Problem ist, wir haben einen einzigen Pilzspieß gehabt und der ist jetzt weg. Weil Link es nicht schafft, der raufzusteht daneben. Komm, das musst du schaffen, Link. Das sind nur ein paar Meter hier. Enttäusch mich jetzt bitte nicht. Wie es regnet los, wenn ich jetzt nicht hier oben bin. Er schafft's doch eh nicht, oder? Komm, Link, jetzt geh da rauf. Ich hätte möchte wissen, was hier los ist eigentlich. Exalfos. Ja, aber wo ist der Bruder? Da ist es eine Mission, ein Monster zu besiegen, ist die Frage eben. Hier im Wasser ist nichts, oder? Nee, hier im Wasser ist nichts, oder? Was ist hier los? Entdeckt Höhle. Höhle am Kalorasee. Okay. Es geht hier ab. Abblume. Opal. Leuchtsamen. Riesenleuchtsamen. Was ist hier los? Irgendwas ist doch hier, glaube ich, wieder im Busch, oder? Steinsalz. Jetzt geht's hier noch einen Gang oder was? Was soll das hier eigentlich? Nee, da ist nichts, wie es aussieht. Das ist überhaupt. Das ist vielleicht noch ein Gang, eben wieder raufzukommen, wie es aussieht. Oder um rauf zu klettern eben, um das andere zu holen. Weiß nicht, soll ich jetzt hier runtergehen oder nicht? Ist die Frage. Ich meine, was habe ich zu verlieren? Was ist hier los?
Keine Ahnung, was hier jetzt los ist. Warte, ist hier ein Hinox? Es ist ein Hinox. Habe ich den schon grafiert? Es ist ein Schwarzer. Es ist eindeutig ein Schwarzer. Okay. Der ist vielleicht ziemlich stark. Also mal sehen. Waffen haben wir hier. Waffen. Brauchen wir eben die stärksten Waffen. Haben wir bei 19 und 14. Und die Bögen haben wir auch nur ein 14er. Ich glaube, der ist derjenige, den wir besiegen müssen. Okay, das ist der älteste der Brüder. Ritterbogen. Diesen Bogen verwenden die Ritter von Kairo. Er liegt hervorragend in der Hand und ist dank des starken Metalls sehr robust. Weg hier, typisch schnell. Am besten gleich den Bogen nehmen. Warum ist denn der so schnell? Ich treffe jetzt nicht. Waffe? Ja, aber das ist nicht das, was ich jetzt für Teres habe eben. Das Problem ist eben auch, er schmeißt mit mir nach Festern. Er bleibt doch blöderweise nicht stehen, ist das Problem. Und wie erwartet ihr mich jetzt mit einem K.O.? Das wird nicht einfach werden. Ich glaube, der kann mich wundern, jetzt darf es einmal drauf an. Das kann man eben sehen, ich glaube, er kann mich wundern, wenn es darauf ankommt. Obwohl, er hat nicht mehr viel Leben, das dürfte eigentlich bald zu Ende sein. Wenn er eben nicht mal stehen bleiben würde, hätte ich mal. Ich könnte. Das Problem ist eben, ich habe nicht so viel Zeit. Yes, komm, es ist jetzt bald. Komm, du bist gleich tot. Yes, das dürfte eigentlich der feine Schlag sein. Na gut, dann müssen wir eben jetzt eine andere Waffe hernehmen, die stark ist. Geh weg, Link, der Typ macht schon doch irgendwelchen Scheiß. Komm, der ist fast down. Das war's mit dir auch schon. Puh, so. Gibt mir hoffentlich auch neue Waffen. Grillige Flüge. Einen ganzen gegrillt, große Geflügelkeule, die Haut ist schön knusprig, das Fleisch zart. Wenn du sie isst, werden die Herzen aufgefüllt. Grillgeflügel. Grilliertes Geflügel schaltet auch ohne Gewürze einen angenehmen Geschmack. Durch das Grillen wurde außerdem der Heileffekt verstärkt. Hinox-Herz. Dieses in einem Kopfkampf gegen ein Hinox errungene Objekt pulsiert gelegentlich. Man kann Medizin daraus erstellen, doch soll es sich auch als anderweitig verwenden lassen. Schwarze Hinox-Zahn mit Feldstückenchen und umgekehrtes
Kompaktes Horn. Wenn es an einer Waffe befestigt ist, wird es die Angriffskraft erheblich. Koche es mit Kleingetier, um Medizin herzustellen. Schade, er hat keine Waffen gedroppt. Die brauche ich langsam mal. Retterlebade. Ich weiß nicht, soll ich das aufspringen? Ist da irgendwas dahinter? Ich glaube nicht, dass das in den Wänden ist, oder? Ich weiß nicht, ist was in den Wänden oder sind die nur der Deko? Also hätte man schon den ersten Bruder besiegt, wie es aussieht. Tatsächlich. Wir hätten den ersten Bruder schon besiegt, okay. Das müssen wir noch hier rauskommen. Jetzt müssen wir irgendwie wieder rauskommen. Mal nach oben. Es müsste jetzt eigentlich gehen. Es müssten wir nach oben gelangen. Oder? Einmal schauen. Ob wir nach oben gelangen und oben rauskommen. Und wir kommen. Wo sind wir jetzt aus? Ach, wir sind da gelandet. Hab ich die schon fotografiert? Naja, schon. Okay. Lass mich in Ruhe, ich tue da auch nichts. Dann tut mir bitte schon auch nichts. Damit hätten wir den ersten Boss besiegt. Das sind also alles Hinoxe, okay. Und nichts weiter. Der nächste findet sich, glaube ich, hier und hier, okay. Wenn das nur Hinoxe sind, dann ist das eigentlich kein Problem. Mein Problem ist nur, ich habe zu wenig Pfeile, ist das Problem. Und ohne Pfeile kriege ich auch kein Hinox. So stärke ich. Ja, ich weiß nicht, soll ich die Monster besiegen? Die würden mir dann in die Ware die Waffen verschleißen, aber haben die auch Bögen und Pfeile? Das wäre auch ganz gut. Ich kann es ja machen, ein paar besiegen. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Synthese. Mit dem. Machen wir eine Waffe mit Zielen mit 33 Schaden. Okay. Aber die nehmen wir nicht hier gegen die Xalfos. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Mann. Sind die stark. Jetzt zieh mit einem Treffer einfach so viel ab. Das haut nicht hin, sag ich dir. Ich muss den Bogenschützen ausschalten. Ich muss den Bogenschützen irgendwie ausschalten. Der ist ein Problem. Der Bogenschütze ist das größte Problem bis jetzt. Fahre ich runter, ich brauche Pfeile von Typen. Holzpalmer 5 ist wichtig. Waren das jetzt alle oder ist da noch ein Typ oben? Es ist noch ein Exalfos da. Haben wir noch irgendeinen Bogen, der schlecht ist, um den auszutauschen? Ja, weg mit dem Bockbogen. Okay. Da ist ja noch ein Exalfos am Rumlaufen, okay. Und der hat auch Pfeile. Und der hat auch Pfeile im Angebot, okay. Also immer schön aufpassen. Das Schild kann mir egal sein, es ist nämlich. So, hoffentlich droppt er auch Pfeile. Oh ne, der hat keine Pfeile, der hat nur einen Exalbomberang gedroppt. Naja, trotzdem, ein paar Pfeile haben wir. Du bist also auch noch da. Ja, wo ist denn der? Ist der da oben oder was?
Hallo, wo bist denn du? Ach so, da oben. Ich einfach mit der Sprungtaktik, oder? Tatsächlich. Komm, ich brauch sein Loot. Schade, kein Holzpfeil. Wäre doch zu schön gewesen. So. Ja, das war kein wirklich starker Typ, muss man sagen, der da oben saß. Trotzdem, Holzpfeil hat er doch noch gut geschrieben. An Waffen fehlt es mir nicht, muss ich wirklich sagen. Holzpfeil sind eh noch drin. Dann war es gut, das Dorf, das Lager zu überfallen, weil jetzt haben wir sehr, sehr viele Holzpfeile bekommen, die ja gegen den Hinox sehr wichtig sind. Und in der Truhe ist erst was drin. Ein Königsschwert. Ein Schwert für ganz besonders verdiente Veteranen, verliehen von der knöcklichen Familie. Es rettet den Angriff beim perfekten Ausweichen. Das ist eine Zinnerwaffe. Ich weiß nicht, ich jetzt dabei. Habe ich das schon fotografiert, das Teil überhaupt? Jetzt kommt mir nur so neu vor. Habe ich schon. Synthese sollte ich eigentlich machen. Finden wir jetzt zu einer 18er Waffe. Okay. Hat sich also gelohnt, dahin zu gehen. Am Ende auch. So, der nächste Bruder liegt in der Richtung. Wie viele Pfeile haben wir jetzt eigentlich gesammelt? 31, das müsste eigentlich gegen Hinox reichen. Der Weg zum Hinox wird ein bisschen beschwerlich werden, glaube ich. Ob ich darauf komme, ist die andere Frage. Vielleicht hat er mich hier oben auch auf. Das ist da schon mir zum Bauen. Keine Ahnung, was ist mir was zu bauen? Ich kann doch nicht fliegen damit oder so. Obwohl, ich muss nicht fliegen, glaube ich. Der Typ ist nämlich unten und nicht oben. Hä, warum läuft das genau zwischen die Säulen? Ich frage sich eben, wo treibt sich der Typ jetzt rum? Wo ist der Höhleneingang dazu? Ach, da ist wieder so ein Seerosenkreis-Krog, die ich mal so gar nicht abkann. Muss man von oben springen? Ich weiß nicht. Muss man von oben runterspringen oder was? Nee, das schaffe ich nicht hier. Jetzt ertrinkt mich natürlich wieder, weil ich in dem Wasser nicht schwimmen kann. Was ist das für ein Krog, ehrlich, Mann? Ich ertrinke. Fast. Aber wie soll ich das schaffen? Ich schaffe das doch gar nicht darüber. Und von oben runter springen wäre auch ziemlich blödsinnig, oder? Das reicht nicht aus. Ich komme da nicht hin. Da bräuchte ich Mögen eine Plattform eben, um das hinzustellen. Da muss ich einfach nur Anlauf nehmen. Das reicht nicht aus. Nee, das reicht nicht aus. Lassen wir das bis jetzt einfach sein. Jetzt gehe ich. Ja, ich weiß auch nicht. Oh, das ist schwer. Ja, ich komme da doch eh nicht rauf. Das ist das Problem. Oder? Ja, ich komme da nicht rauf. Das alles ist ja ziemlich weit oben. Wie soll ich denn da raufkommen? Ganz ehrlich, Mann, beantworte mal die Frage. Vielleicht kann ich hier auch nicht weg, weil ich kein Bloß habe oder so. Und ich kann hier auch nicht auf die Wasserfälle raufgehen. Es ist ein bisschen blöd platziert, die Quest, weißt? Das können wir aktuell noch nicht machen, wenn wir ehrlich sind.
Weil kommt da nicht hoch. Mal da zurück. Wir haben es jetzt einmal besiegen können, aber so kommen wir nicht. Wir kommen doch nicht rauf, ist das Problem. Es ist viel zu hoch, um darauf zu kommen, ist jetzt eben. Sind wir vorschlagen, jetzt noch. Haben wir schon eine Sache gemacht. Wir haben schon einen Truppen geholt. Den Kock können wir auch nicht machen. Das ist einfach viel zu. Ich weiß nämlich nicht, wie ich das machen soll. Jetzt kommt man auch nicht rauf, oder? Das ist doch echt zum Kotzen meist. Da kommen wir ja nicht rauf. Haben wir noch irgendwie. Es ist schon blöd, ehrlich, ich meine. Es gibt so viele Punkte, wo man nicht rauf kann. Und das ist ein bisschen blöd gemacht am Ende. Das reicht nicht aus, das ist das Problem. Ich bräuchte wieder Schwungfedern, aber habe ich die jetzt hergeholt? Habe ich noch Säugnisfedern? Bis gleich, ich muss mal schauen. Okay, wir können den Berg nicht hinaufgelangen, aber wir können wenigstens außen rumlaufen. Das ist mir klar, dass den Berg kann man, glaube ich, nicht erklimmen, oder? Obwohl, es ist gar nicht mal so hoch. Vielleicht scheint das Ding doch da hoch zu kommen. Weil kann man ein paar Cox machen. Komm, das schaffst du, Link. Ich glaube nicht. Ja, wir schaffen es tatsächlich nach oben, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass er es nach oben schafft. Wenn das schon kein Problem ist, dann müsste eigentlich auch das hin. Ach komm. Was willst denn du? Der Schundelgrafik, das Monster. Habe ich schon, okay. Dann macht ihr den komplett selber fertig. Was mache ich da? Ach, ich bin so ein Idiot, dass ich meine, lass mich so leicht treffen. Ist aber auch stark. Oh ne, jetzt kommt doch noch das Gewitter dazu. Nimm das Schild weg. Ich hab nichts anderes, alles aus Metall. Die Bockbeeren, nimm mal den Bockbogen. Oder auch nicht. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Warum ist alles aus Metall? Mann, ich hasse das Gewitter, es ist echt zum Kotzen teilweise. Ja, dann lasse ich mich treffen. Ich weiß, aber warum der Monit einen fast, ist das Problem. Der ist einfach fast am Moniten, der Typ. Den darf ich eben auch nicht unterschätzen, das ist das Problem, was ich hier mache. Ich darf den Typen nicht unterschätzen. Das habe ich aktuell. Das habe ich leider aktuell. Ich hatte den Typen unterschätzt, den ich da hatte. Ich verstehe es auch nicht. Warum müssen die da so stark sein? Es war ein sehr viel spannender. Klar, es ist da wohl schwieriger, aber es kotzt doch an, wenn du ständig von den einen, wenn du ständig von den nicht, wenn du ständig besiegt wirst eben und kaum vorankommst. Wir haben ja nicht Kaizo Zelda eigentlich, sondern wir haben Zelda und nicht Kaizo Zelda, meiner Meinung nach. Sollte man nicht einfach mal ignorieren vielleicht? Aber wenn das uns so stark ist, dann habe ich eigentlich nicht keinen Bock, den Typen anzugreifen. Okay, oder fällt runter. Ist mir auch lieber. Hörst du etwa die Flöhe husten?
Gut, denn sonst wäre es auch wohl mein Ende gewesen. Hier als Dank für die Rettung, dort hast du Proviant für die Reise. Schleichmilch-Gemüse-Risotto. Ich heiße Ulrich und ich bin auf einer Reise durch Kairo, um alle verschiedenen Insekten zu sammeln. Hachinsekten sind so toll. Ihre Schild- und Flügel, die harten Schienenpanzer, essen die effekten Organismen. Ich schulde dir etwas, weil du mich gerettet hast. Deshalb werde ich dir ein paar Insektenweisheiten an dich weitergeben. Dann kannst du auf deiner Reise auch viel mehr auf unsere knabbelten Freunde achten. Zuerst einmal die Grundlagen. Wo fangen wir an? Ach ja, in Kairo gibt es ja wärmere und kältere Gegenden, nicht wahr? Insekten haben ganz verschiedene Vorlieben. Je nach Lebensweise und Eigenschaften findet man sie nur an bestimmten Orten. Glühvögel, Glutbibelle und ähnlich feurige Flattenviecher bevorzugen Wärmegebiete wie Eldin, Warngebiete wie Eldin. Frostschüttler, Frostlibelle und Konsorten hingegen findet man an kalten Orten wie Hebra, logisch, oder? Es erleichtert das Reisen, wenn man weiß, mit welchen Spezies man an bestimmten Orten zu rechnen hat. Das war erstmal alles. Professor Ulrichs Insektenseminar ist zu Ende. Dann bis zum nächsten Mal. Ach komm, ich komm da nicht rauf. Nee, ich komm da nicht rauf, ist das Problem. Das ist viel zu. Oder schaffe ich es nicht? Doch, ich weiß nicht. Es ist ja. Wir können es ja mal ausprobieren, ob das irgendwas bringt, aber ich glaube nicht, dass wir raufkommen. Nee, wissen wir was jetzt. Sonst, weil wir jetzt eh alle Waffen ablegen müssen. Das Schild ist, glaube ich, nee, das Schild ist kein Stromschild, okay. Nee, wir kommen da aktuell nicht rauf, weil es regnet. Und regnen geht nicht. Da komme ich nicht rauf, wenn es regnet. Dann machen wir jetzt einfach nochmal diesen Krog hier und versuchungsmäßig ihn zu machen. Und dann ja. Speichern wir ab, falls es nichts finden, können wir das nochmal laden. Hier ist schon mal kein Stein, oder? Haben wir schon. Pfeile, die mir zeigen sollen, muss ich. Ach man, ich weiß gar nicht, wo der Kopf ist. Ja, ich weiß, es ist gerade nichts von Erfolg gekrönt. Weil ich eigentlich noch nicht checke, was ich machen soll hier. Jetzt bin ich da oben wieder. Ja, aktuell geht's nicht voran. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich gehe im nächsten Part ins neue Gebiet, weil aktuell ist hier einfach alles viel zu hoch gelegen. Ich lasse schon mir diese komischen Vorabends irgendwo.
ist denn dahin? Wo ist das auch zu hoch? So. Aber schon okay. Was ist hier unten eigentlich? Sieht aus hier wie ein Battlefield. Oder auch nicht, keine Ahnung. Ah, ein Reinkrog. Das war's auch schon mit dir. Ich würde sagen, nächstes Mal gehen wir ins Gebiet. Und mehr machen können wir, glaube ich, eh nicht mehr, weil wir kommen da nicht rauf, ist das Problem, weil eben zu wenig Ausdauer. Und da kommen wir erst recht nicht hin, außer wir fliegen über den See drüber oder so. Dann würde ich sagen, ja, wir schauen, ob ich vielleicht da noch was machen kann. Ob ich da vielleicht die Koks hier holen kann, also mal schauen. Aber ja, das war es erstmal mit dem 90. Und das war es schon mit dem 90. Pirates of the Legend of the Tears of the Kingdom. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, tschüss. Thank you.